aus der US-Botschaft in Dili gerettet. Die Delta Force war auf einem Übungsgelände der timoresischen Streitkräfte untergebracht. Mit einer Ausnahme blieben alle Geiseln unversehrt. Dennoch protestierte lautstark gegen Japans Plan, eine Informationssicherheitsabteilung aufzustellen und versprach Sanktionen auf. Reagierte auf General Kellners Ankündigung einer erhöhten US-Militärpräsenz in Osttimor mit vorsichtiger Unterstützung unter Rücksichtnahme auf die Befindlichkeiten der Nachbarn. Willkommen in Paris. Genug Lämmer für deinen Geschmack? Absolut. Danke, Lambert. Grimm hat das Sicherheitssystem von Saunier so weit angezapft, dass sie Mortified Pinguin verfolgen konnte. Aber wir wissen weder, wer er ist, noch warum er dort ist. Ist er noch drinnen? Schwer zu sagen. Er versteht sein Handwerk. Willst du damit sagen, er ist von der CIA? Wenn ja, genießt er die beste Deckung, die ich je gesehen habe. Offenbar hat er ein Dutzend Verbindungen zu französisch-syrischen Terroristen. Als Mortified Pinguin? Das E-Mail-Pseudonym ist alles, was wir haben. Es scheint lächerlich, aber das ist wahrscheinlich unser einziger Ansatzpunkt. Ja, jetzt sind wir in Paris unterwegs. Und unsere Ziele lauten wir... Okay. Dann schauen wir mal. Wir sind übrigens im U-Bahn-Schacht unterwegs. Und da stolziert schon umeinander. Pass auf, wo marschieren wir hin? Moment, was haben wir denn an Ausrüstung? Diesmal sind wir besser dran, gell? Minen haben wir, Granaten, Pistole und unser Gewehr wieder. Moment einmal. Waren wir zu langsam? Das müssen wir anders machen. Wie hell ist der einfach nicht? Sehr hell, das ist ganz schlecht. Aber da ist finster. Wir müssen uns leise bewegen. Sonst hören sie uns. Das wird wahrscheinlich nicht der einzige sein, der da rumläuft. Okay, jetzt sind wir im Zug. Französischen Franzmänner. Den Wachmann? Genau. Keine Ahnung, er muss ein klasse Versteck haben. Ich hoffe, die anderen verschwinden nicht ohne uns. Ui, da geht bloß nicht einer. Ja. Schieß nochmal, um sicher zu gehen. Da waren wir etwas unvorsichtig.
nervös, bleib ruhig. Was glaubst du, wie lange sie brauchen, um den Franzmann zu finden? Was meinst du mit Franzmann? Wir alle sind Franzmänner. Ich meine die französischen Franzmänner. Den Wachmann? Genau. Keine Ahnung, er muss ein klasse Versteck haben, wenn sie ihn immer noch nicht haben. Ich hoffe, die anderen verschwinden nicht ohne uns. Jetzt warten wir da hinten, oder? Jetzt, wenn der kommt. Ach, der steht da vorne. Na, der kommt jetzt. Da ist der andere wieder. Dürfen wir eigentlich töten oder dürfen wir wieder... War nix. War nix, Kollege. Scheißdreck, das ist auch noch gehört. Da wird's hell. Durch das Feuer, pass auf. Wo ist denn der? Da vorne hat. Ach so, da ist eh schon wieder finster. So, schau her. Moment einmal. Können wir das löschen? Das sind aber keine Herrschaften, oder? Singen du die keine? Gut, du bist drin. Grimstad hier schlägt vor, zuerst auf das Sicherheitsterminal in diesem Stock zuzugreifen. Dann kann sie die Netzwerkaktivitäten des gesamten Gebäudes überwachen. Kann sie das nicht von dort aus? Nein, die wichtigen Dateien befinden sich nicht im normalen Netz. Laut Akte fürchtete der Gründer, die Regierung könne ihm seine Kundendateien klauen, wenn die Apokalypse naht. Paranoider Sicherheitswahn. Das ist unser Geschäft. Okay, wir sollen auf ein Terminal zugreifen. Das müssen wir allerdings erstmal finden. Wer war das? Wer war was? Können wir da umwärts? Können wir auch. Wo ist der jetzt hingekommen? Ja, war elegant. Da können wir aber nicht mehr rein. Da können wir auch durch, das ist gut. Jetzt kriegt das. So, seht ihr das? Jetzt sucht er nicht mehr.
Kameras haben wir jetzt keine, oder? Jetzt sind wir nämlich wieder in so einem Bürogebäude. Mhm, war wohl nix. Da ist der nächste. Jetzt war es denn da hinten. Das ist auf jeden Fall eine Leiche. Ich kann auch nicht mal ein Verzeichnis finden. Sie steuern ihr gesamtes System über Befehlszeilen. Was denn? Kann ich sehen. Ja, mache dann auf. Macht denn der dafür Sachen? Achso, jetzt hätte ich gemeint, der geht da um und macht das Licht da. Dabei. Kann man es eigentlich da ausschalten? Außer dreht sich um. Oder nicht? Sicherheitsstufe. Was der Boss wohl mit uns macht, wenn wir die Wache nicht finden. Wer war das? Also einfach so umhauen ist im Moment nicht gesagt. Den Ohren kann uns hören. Oh oh, da wird's hell. Ich glaub's nicht, dass du wo siehst. Jetzt wird's gleich kritisch. Gescheiter ist. Habe ich denn Halluzinationen? Geh bloß weiter. So, können wir den einfach so umhauen? Oder kriegt er das mit? Gut. Data Stick. Können wir das irgendwie aufmachen? Scheinbar nicht. Was treibt jetzt? Was denn? Denn zum Funken ist er nicht mehr gekommen. Davor haben wir ihm schon das Maul gestopft. So, müssen wir da irgendwas machen? Halt, Moment. Terminal. Das wird da wahrscheinlich nicht drin sein, oder? Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwo ein Terminal ist. Das wird schon irgendwo besser bewacht sein. Da ist zu, das heißt da eine. Umkleideraum. Das knacken wir mal. Okay, drin sind wir. Licht aus. Medikit brauchen wir nicht. Die Schränke können wir jetzt nicht so, oder? Nein, nicht so wirklich.